Hallihallo, habe die Ehre. Herzlich willkommen zurück zum Car Detailer Simulator. Wir machen den nächsten Auftrag, weil wir da genügend Kohle haben, um uns wieder ein paar Scheinwerfer zu holen. Da ist wieder ziemlich viel gefragt. Gibt auch 6,73. Denk mal, mit Bonus müssen wir da irgendwo bei 57 hängen, wenn er Scheiben möchte. Oh, ein Pickup bitte. Gut. Puh, einmal alles, ha? Dann kriegst du einmal alles. Das sind wir ja da. Wir verdienen unsere Upgrades ehrlich. Ganz ehrlich, mit harter Arbeit. So, schön, Schäumi, Schäumi. Hast du die Reifen auch? Autoscheiben, Innenraum, Scheinwerfer, Spiegel, tiefe Kratzer. Okay, keine Reifen. Oh, da bräuchte man fast einen Hocker, hä? Du bist auch sauber wieder absprühen können. Nein. Da liegt was drin. Ich muss erstmal liegen. Gut. So, so, so. Na. So, du möchtest die Scheiben waschen? Ja. Auf jeden Fall schneller wie beim vorigen, beim Caddy. Bisschen kleiner oder ein bisschen weniger Scheiben, sagen wir mal so. Das Polieren von den Scheiben ist auch mein Erlebnis. Bisschen Paste. Oh, da waren Schlieren schon drin, oder? Komm mal zum Schluss nochmal drüber.
sieht ein bisschen strange aus, aber es passt. Gut, Spiegel. Okay. Jetzt machen wir das mal ganz pragmatisch. Wir machen jetzt das Karosserie. Doch. Komm, mach mal, mach mal gleich komplett. Da ist auch Ruhe. Soll ich jetzt bitte hier an die Rückwand hinkommen? Boah, der ist halt schon hart verkratzt, hä? Ich verstehe halt nicht, was ich mit den... Ist es was Collectibles oder... Ja, das ist halt scheiße, da drin sauber zu machen, Leute. Ach so, von hier oben aus. Mhm. Ey, vor lauter Kratzer sieht man wirklich nicht ordentlich. Und sauber gemacht hat. Jetzt polieren, dringend nötig, hey. Drüben am Mund noch eine Kante haben. Ja. Ah, hier fehlt noch ein Eck. So. Gut. Da oben den noch benutzen. Thank you.
Alter, ist der Kübel verkratzt. Das ist ja unfassbar. Ich weiß halt nicht, ob der Pets wirklich so viel besser ist. Es geht halt schon schneller, ne? Du hast halt immer die Gefahr, dass du was verhunzt. Nein, schau mir mal an, wie schön das wird. Kaum zu glauben. Ganz anders, oder? Einen Hocker dann noch rüberziehen. Passt erfüllt. Schau mal, wenn du jetzt so über die Motorhaube schaust. Kretzlich. Jetzt pass auf. Ja, wir haben ja noch Wasserflecken, aber wie blöd. Ach so, das ist es. Was ist das? Das ist zum Tanken, oder? Gut, dann würde ich jetzt sagen, machen wir die Scheinwerfer. Passt HT.
Ästhetisch. Gut, jetzt noch der letzte. Okay. Jetzt haben wir noch einen Innenraum. Haben wir jetzt hier vorne? Ah, ne, haben wir nicht. Jetzt haben wir noch einen Innenraum. Und mach den Sitz. So. Hey, einfach schön. Schön sauber. Gut, jetzt müssen wir noch die Sitze. Yep. Reparieren. Dann müssten wir alles sammeln, ne? Da haben wir aber gut was abgearbeitet dann, hey. Vier Stellen! Das muss halt echt ein Arbeiterauto sein, das ist ja Wahnsinn. Dann muss dein Hund besitzen. Oder irgendwas. Weil wenn der Beifahrer sitzt, schlimmer aus, wie der Fahrer sitzt, da ist irgendwie ein bisschen was falsch. Oder schmeißt dein ganzes Zeug immer auf den Sitz. Auch möglich, ne? Haben wir kurz die Scheiben mit angeschaut? Jawoll! Wunderbar! Wo lässt sie es fahren? Echt schwierig, E gedrückt halten plus WASD, also ne? So. Zweimal ein blaues Auto. Ey, da habe ich jetzt $3 mehr bekommen, weil ich die Scheiben sauber gemacht habe. Das waren doch 6,70 vorher, oder? Oder gibt es nur Bonus auf die Sterne? Alles klar, liebe Leute, dann haben wir es schon wieder für heute. Dann haben wir wieder
ein völlig verhunztes Auto. Kann man uns vielleicht anschauen, aber vorher muss ich kurz einmal durchsafen, weil er da gerne abkackt. Ich sag schon mal jetzt Tschüss. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran. Wir können im nächsten Video dann das Upgrade kaufen. Müssen dann vielleicht sogar nur noch ein Auto machen, dass wir das letzte Upgrade dann an sich holen. Schaukasten, sorry. Bin ich nicht der Meinung, dass wir jetzt zwingend noch welche brauchen. Ich versuche jetzt noch Vorher-Nachher-Vergleich zu machen. Vielleicht haut es hin, vielleicht auch nicht. Deswegen sage ich jetzt schon mal Tschüss. Und ja, hoffe ich, sehen wir uns wieder in einem der nächsten Videos. Bis dann, aber die Ehre und Servus!